Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag. Es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Boah, was für eine lange Einleitung. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Chefredakteur und bei mir sitzt Anna Bruder. Moin. Herzlich willkommen. Erstmal Luft holen. Ganz genau. Tief durchatmen. Frank ist noch erledigt von Hockenheim, sage ich mal, und du sitzt hier. Was sagt uns das darüber, Anna? Das weiß ich nicht so genau. Also er hat auf jeden Fall richtig abgeliefert. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ja, ich wollte ihn nur ein bisschen foppen jetzt schon mal. Der hört das bestimmt nachher. Ganz bestimmt hört er das. Nee, aber genau, da komme ich, glaube ich, gleich nochmal zu, kann ein bisschen erzählen. Aber erstmal kommen wir zu unserem Presenter. Ja, unser Presenter ist wie immer AG1 von Athletic Greens. Ihr kennt das Ganze schon. 75 Inhaltsstoffe bekommt ihr da drin. Es ist Nahrungsergänzungsmittel, versorgt euch mit wichtigen Mineralstoffen, Vitaminen, Superfoods, Antioxidantien, Pro- und Präbiotika für die Darmgesundheit. Das unterstützt euer Immunsystem, die Darmgesundheit, wie schon gesagt, und die Regeneration. Vielleicht hat Frank nicht genug davon getrunken. Ach doch. Wer weiß es, aber ich glaube, hat er auf jeden Fall gemacht und der ist bestimmt ganz schnell wieder fit. Ja, von unserem Partner bekommt ihr, wenn ihr auf den Link in den Shownotes klickt, bekommt ihr zu eurer Bestellung einen Jahresvorrat an Vitamin D und K2 in Tropfenform dazu und ein paar Travel Packs, die ziemlich praktisch sind, wenn man eben mal unterwegs ist, im Trainingslager, bei Wettkampfreisen, wie auch immer. Schaut euch das Ganze mal an, ob das euch taugt. Es ist eigentlich für jeden geeignet, also für jede Ernährungsform, ob ihr euch vegan ernährt oder Unverträglichkeiten habt, das ist alles kein Problem. Ich wurde am Wochenende nach dem Geschmack gefragt, wie das Ganze so schmeckt. Wusste selbst nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich finde es einfach frisch. Man sollte sich von der Farbe nicht abschrecken lassen. Es sieht sehr, sehr gesund und sehr grün aus. Sehr aber grün, ja, definitiv. Ja, kann man auf jeden Fall gut trinken. Ich mache das einfach immer morgens eigentlich nach dem Training direkt. Ja, probier das Ganze mal aus. Du hast meinen Lieblingspunkt vergessen, den mit dem schön und langsam und gesund altern. Das gefällt mir immer am besten. Genau, langsam altern, gesund altern und das auch noch mit dem schönsten Aussehen, was ihr euch vorstellen könnt. Genau, damit kriegt ihr mich. Faltenfrei. Ganz genau. So, ja. Jetzt wollen wir nicht mehr versprechen, als es kann. Aber gesundes Altern. Genau, ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren. Brechen wir es doch darauf runter. Ihr könnt ja mal ausprobieren, was das Ganze bei euch bewirkt und ob euch das Ganze schmeckt. Ja, so, wir haben viel zu tun heute. Da muss man aufpassen, dass das nicht ausartet am Ende. Also wir müssen auf ein ereignisreiches Mallorca-Wochenende zurückblicken, auf euren Einsatz am Hockenheimring. Und wir wollen natürlich auch in die Zukunft gucken, so uns das denn möglich ist, und wollen natürlich wild spekulieren darüber, was am nächsten Wochenende passiert. Aber fangen wir doch einfach mal damit an, was ihr so geleistet habt mit dem ganz großen Sport auf zwei Beinen. Ja, wir waren bei der Ring Running Series oder bei den Ring Running Series auf dem Hockenheimring. Also ich bin mir nicht sicher, ob da schon mal eine Laufveranstaltung stattgefunden hat, aber auf jeden Fall nicht in der Größenordnung. Es waren knapp 900 Finisher dann letzten Endes am Start beim Marathon und Halbmarathon. Von Power und Pace waren wir mit roundabout 90 Leuten da, die das ins Ziel gebracht haben, und es hagelte Bestzeiten am laufenden Band eigentlich. Ja, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, also 22 Marathonläufer, so ungefähr 70 auf dem Halbmarathon. Grob die Hälfte davon war am Abend vorher bei der Pasta-Party am Start im Kaninchenzuchtverein. Sehr gut. Also ja, war ein voller Erfolg, hat super viel Spaß gemacht, einfach mal eine Startnummer wieder auf der Brust zu haben. Und es war auf jeden Fall nicht so eintönig, wie ich das vorher gedacht habe auf der Strecke. Man musste beim Halbmarathon so gute 4 Runden laufen, 4 Runden und ein bisschen. Zuschauer hätten gerne ein bisschen mehr da sein dürfen. Also das merkt man halt einfach. Das ist ein riesiges Gelände. Das ist ja nicht mitten in der Stadt oder so, ne? Und es ist einfach unfassbar viel Platz da. Und wenn die Tribünen alle voll gewesen wären, wäre es natürlich was anderes. Aber das kann man da, glaube ich, auch nicht erwarten. Ja. Wie hat sich das angefühlt, auf diesen breiten Straßen zu laufen? Wir hatten da ja im Vorfeld mal drüber gesprochen, dass das
kritisch sein kann? Das hat sich auf jeden Fall so angefühlt, dass ich am Ende 500 Meter zu viel auf der Uhr hatte. Weil du so viel Platz hattest. Weil ich so viel Platz hatte und weil ich offensichtlich sehr viel schräg gelaufen bin, um dann wieder in die Innenkurve zu kommen. Ja, also es hat sich gut verteilt, aber wenn da jetzt deutlich mehr Läufer noch gewesen wären, wäre es schon gut voll geworden auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Und du hast es angesprochen, viele Power and Pacer da. Wie ging dir das, wie hast du es erlebt? Ich war jetzt ja nun leider nicht mit. Mir geht es immer so, bei großen Rennen, wenn wir ja auf unsere Hörer treffen, auf unsere Leser und so weiter. Und mir geht da mal das Herz auf, wenn jemand sagt so, oh, das habt ihr gut gemacht. Also ich freue mich immer über jeden Kontakt, wenn man die Menschen, für die wir das machen, dann auch in echt trifft. Das war auf jeden Fall so, nur hat sich das irgendwie nicht fremd angefühlt. Also man kannte so ein paar Namen auf jeden Fall von der Facebook-Gruppe und es kommentieren ja irgendwie immer die gleichen. Und man kennt dann so die Namen und hat dann aber erstmal das Gesicht vor Augen, ohne Profilbild, sondern wirklich so leibhaftig und dann so, ah ja, moin. Ja, cool. Also fühlte sich an, als kennt man sich sowieso schon ewig und ja, das war einfach super cool, sich dann auch mal mit den Leuten zu unterhalten, was die so beruflich machen, wie die familiäre Situation ist, seit wann die Triathlon machen und so weiter. Sehr gut. Das war jetzt dann quasi für dich auch Ende der Laufsaison, kann man sagen. Ja, ja. Betonung auf Laufsaison. Dann gucken wir mal. Das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei, da müssen wir nochmal schauen. Ja. Aber was jetzt sich definitiv dem Ende entgegenneigt, ist so die Profisaison, kann man sagen, obwohl es ja noch ein paar richtige Kracher gibt noch und vor allen Dingen auch gab. Also wir haben ja letzte Woche, haben wir vorausgeblickt auf das große Mallorca-Wochenende, ne? Challenge Pagera und der Ironman Mallorca am selben Tag, volle Kanne Triathlon auf der Insel und wirklich vollgestopft mit wirklich großen Namen und die haben auch ordentlich abgeliefert. Wir wollen mal eben einmal kurz so die, ja, wie sagt man, die Essentials aus beiden Rennen rausziehen. Ne? Wir brauchen es nicht jetzt im Detail nacherzählen, das kann man nachlesen auf trimark.de unter anderem und sich die Ergebnisse im Detail angucken, aber ich finde, es sind so ein paar bemerkenswerte Dinge passiert, über die wir durchaus mal nochmal sprechen können. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit der Challenge Pegera an. Ja. Und gehen einfach runter. Ja, wir hatten es im Vorfeld gesagt, Frederik Funk braucht jetzt das Rennen, wo er wirklich sagen kann, so, ja, ich habe es geschafft am Ende. Und es ist tatsächlich so gekommen, ja. Und irgendwie wusste ich das. Ich hatte irgendwie im Bauchgefühl, dass das so sein Pflaster ist. Es wäre vermutlich auch zu bitter gewesen, wenn ihn das jetzt wirklich wieder ereilt hätte, dass irgendwas gewesen wäre. Ja, also, er hat gewonnen, die Challenge Pagera in 3 Stunden 45,50 Sekunden vor Colin Chaté und Magnus Ditlev. Zu denen kommen wir gleich auch noch, aber bleiben wir mal bei Frederik Funk. Er hat im Vorfeld gesagt, er ist richtig on fire auf Instagram und ja, hat es auch tatsächlich so gesagt. Naja, man sagt ja immer so, war das jetzt so und war das enttäuschend und so. Das will man ja niemandem im Mund legen, so, ne? Wenn man sagt, na, Rennen ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber er hat selber davon gesprochen, dass es enttäuschenden Rennen und im letzten Jahr hatte er da einen DNF, das hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Und jetzt hat er auch noch die Startnummer Nummer 2, also Beat Your Bib war halt angesagt für ihn. Das war ja wie gemalt quasi. Ne? Ja. Und ja, er hat's gemacht. Ich fand's interessant, er hat gesagt, er ist sehr oder relativ stolz auf seine taktischen Entscheidungen, die er getroffen hat im Rennen. Da kommen wir nachher nochmal zu beim anderen Rennen, wo es auch um taktische Entscheidungen ging. Und zwar dahingehend, dass er ein relativ kontrolliertes Schwimmen und Radfahren abliefern konnte und dann zum allerersten Mal, wie er schreibt, mit sowas wie frischen Beinen in den Halbmarathon gegangen ist. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass auch Profis ein bisschen Anlauf brauchen, bis sie mit frischen Beinen in den Marathon gehen oder Halbmarathon gehen können und nicht immer vorher die Fehler machen, wie alle anderen auch. Also sich halt nicht direkt auf dem Rad abgeschossen und ja, ich kann stark Rad fahren, also mache ich das jetzt auch, alles was geht. Ja. Ja, richtig gut. Ja, und so war es letztendlich.
war es genau sein Rennen irgendwie kontrolliert, eben nach vorne gefahren und da einfach ja seine Radstärke abgeliefert und dann auf einem, wie er gesagt hat, und das haben viele gesagt, auch auf einem brutalen Laufkurs, weil auch verwinkelt und auch immer ganz schön rauf und runter. Ja, es ist dann ins Ziel gebracht mit einem sehr, für ihn sehr, sehr guten und kontrollierten Lauf. Und den brauchte er auch, denn hinter ihm kam mit Colin Chartier und mit Magnus Dittlef zwei, die auch deutlich schneller gelaufen sind. Beide 1,9, der eine Chartier 1,945, Magnus Dittlef 1,959 gelaufen, Frederik Funk 1,1235. Also die sind wirklich mit Alarm von hinten angekommen. Und aber mit zusammengebissenen Zähnen Führung verteidigt und wirklich dann diesen Haken dran gemacht, den er brauchte. Ja. Ich habe ein schönes Zitat davon gefunden in den ganzen Glückwunschkommentaren, die es dann gab. Da hat jemand geschrieben, auf das Glück muss man manchmal nur so lange genug einprügeln und an seinen Weg weiterverfolgen, dann bleibt es auch kurz mal dort, wo man es haben will. Ja. Das war, glaube ich, in diesem Fall genauso. Ja, was kann man noch sagen über Frederik Funk? Er hat gesagt, so ein Highlight hat er noch dieses Jahr. Ansonsten war es das relativ, aber da ist jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit dazwischen. Er startet beim Clash Daytona. Wenn es da nicht sofort klingelt, Clash ist quasi der frühere nordamerikanische Ableger von Challenge, der jetzt, die Serie heißt Clash. Und Daytona ist das Rennen, was im letzten Jahr eben für große Furore gesorgt hat. Und mich ganz ehrlich, bisher hier auch so ein bisschen, finde ich, unter dem Radar gelaufen ist, aber in dem Zuge haben wir mal auf die Starterliste geguckt, da tummeln sich Namen über Namen über Namen. Also es wird im Dezember wirklich noch von Olympiasiegern über Ironman Champions, über Langdistanz, Mitteldistanz, Kurzdistanz, also wie wir es eigentlich aus Daytona gewohnt waren, stehen da auf der Startliste. Wir werden natürlich sehen dann am Ende des Jahres, wer es dahin noch wirklich schafft, aber kann man mal gucken bei denen auf dem Instagram-Account, ist alles aufgelistet. Das wird ein absurdes Starterfeld nochmal im Dezember. Freue ich mich sehr drauf, dass das nochmal bis Ende des Jahres nochmal verlängert wird. Ja. Es gibt ja quasi keine so richtige, so jetzt da atmen wir mal durch und das war's jetzt mal. Ne? Ich meine, was ist das dann? Ist das dann schon wieder mitten in der neuen Saison? Saisonabschluss kannst du ja nicht sagen, weil das ist ja schon eigentlich wieder, es ist noch am Jahresende, aber irgendwie schon wieder neue Saison. Einige auf jeden Fall ja auch schon als Vorbereitung für die WM dann im Februar, im Mai nehmen. Also nochmal eine Mitteldistanz auf den Asphalt zu brennen, das ist ja eigentlich ganz gut gelegen. Ja, ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Zweiter, dritter haben wir angesprochen. Zu Magnus Dittlef kann man noch sagen, er hatte eine Panne beim Radfahren, so hat er es gesagt, oder Mechanical Problems. Was genau er hatte, kann ich nicht sagen, aber musste anhalten, musste quasi seine Aufholjagd unterbrechen und ja, vielleicht wäre das sogar am Ende noch mal viel spannender geworden, wenn er diese Unterbrechung nicht gehabt hätte, denn er sagt von sich selber, dass er den besten Lauf seiner Karriere hingelegt hat. Und ich meine, wenn man auf die Zeit guckt, dann kann man das sehen. Und das finde ich bei Magnus Dittlef gerade so beeindruckend, weil das ist ja das, worüber wir im ganzen Jahr immer gesprochen haben, dass er noch diesen Lauf braucht am Ende, ne? Auf seine wirklich gute Leistung auf dem Radfahren, wo die ihn immer nach vorne trägt, so dass er dann nochmal hinten einen draufsetzen kann. Und das hat er jetzt auch wieder gezeigt, hat wie gesagt nicht geklappt, ganz nach vorne. Und eben das zweite Mal in kurzer Zeit, genau, dass er das so bestätigt also hat. Also anscheinend ist der Knoten da jetzt geplatzt. Und das hat mich dann im Nachhinein ja für ihn auch noch gefreut. Wir haben darüber diskutiert, dass ihm der Sieg abgenommen wurde bei der Challenge Budva in Montenegro, ne, aufgrund eines Regelverstoßes. Er hat abgekürzt und weil er einem Führungsfahrrad gefolgt ist, wurde ihm das aberkannt und lange Rede, kurzer Sinn, nach Einspruch und langen Diskussionen ist er jetzt nun doch der offizielle Sieger der Challenge Budva. Und das freut ihn außerordentlich, weil er tatsächlich, wir haben ja darüber dann auch nachgedacht, ne, wie ist das jetzt wohl für ihn? Ja. Kann er sich trotzdem als Sieger fühlen, so, ne, weil er ihm diese fantastische Leistung gebracht hat? Oder ist da eben dieser Makel, dass ihm das aberkannt wurde? Ja, also das hat er auch ganz klar gesagt, er freut sich da sehr drüber und über den Support vor allen Dingen auch, den er gekriegt hat, die ganzen Kommentare, dass er das nicht für möglich gehalten hat, dass er so viele Leute da mit ihm mitgefühlt haben. Ja, und dann damit halt für ihn, ja, Bomben Abschluss
der Saison, kann man sagen. Ja, das vielleicht zum Rennen der Männer. Nils Frommold kann man noch sagen, der ist Vierter geworden, war mit Frederik Funk ganz lange vorne beim Radfahren, hat da ordentlich mit Druck gemacht, muss man aber dann so sagen, am Ende hat es halt für ihn nicht beim Laufen nicht gereicht, um diese wirklich fantastischen Laufleistungen da in Schach zu halten. Er selbst ist eine Stunde 16:12 gelaufen, also hat einfach nicht gereicht, um da vorne zu sein, aber ist sehr, sehr, sehr zufrieden mit der, auch mit der Entwicklung, die er gemacht hat in den letzten Wochen, mit dem Prozess, den wir ja mit tollen Ergebnissen seit der Challenge Rot ja sehen. Und von daher glaube ich, wenn Nils Frommold gesund bleibt, hat der jetzt, glaube ich, ist wieder einer, der richtig Bock hat auch auf die nächste Saison, weil mit sowas kannst du ja dann auch wirklich mal durchatmen und gucken, wo dann nächstes Jahr die Reise hinführt. Ja, total. Also ich würde auch sagen, dass in dem Feld und generell bei dem Rennverlauf, dass da ein vierter Platz auf jeden Fall kein Makel ist. Nee, auf jeden Fall nicht. Und das sieht er ja auch so. Ja. Aber klar, vierter Platz nervt halt trotzdem, ne? Glaube ich. Also vor allen Dingen, wenn du auch weiter vorne warst und dann eingeholt wirst. Ja. Aber ich meine, dafür sind die alle lange genug Profi, um das auch einordnen zu können. Zu sagen, wenn einfach andere besser waren an dem Tag. Ja. Von dem Rennen können wir vielleicht noch ganz kurz auf das Frauenfeld gucken. Das war nämlich auch höchst beeindruckend. Ah, gut, da bin ich wieder definitiv. Auf jeden Fall sollten wir auf das Frauenfeld gucken. Ja, also einfach Wahnsinn. Nicola Spierig hat gewonnen und ja, einfach mal wieder den Stempel aufgedrückt. Ja, es ist tatsächlich wirklich irre, was... Ich weiß gar nicht, kann man das sagen, das ist bei ihr fast so ein bisschen unterm, ich finde halt immer, die macht halt ihre Mitteldistanzen, dann kommt sie wieder mit ihrem Rennrad an und so weiter und es sieht bei ihr immer so aus, als wenn sie das so nebenbei macht und das Schlimme ist, ich glaube, die macht das sogar nebenbei, neben allem, was sie sonst noch so zu erledigen hat und das ist man, ey, man soll ja nicht immer so, ne, aber ich meine, die ist halt 39, ne? Und ja, das muss man ja so sagen. Ja, und das scheint sie halt aber einfach über den 40-jährigen Jan Frodeno werden wir ja nachher noch sprechen. Das scheint aber eher sowas von nebensächlich zu sein. Ich meine, sie gewinnt da dieses Mal, sie hat 5 Mitteldistanzen gemacht in 2021 und hat 5-mal gewonnen. So. Und daneben war sie noch mal eben auf Platz 6 bei den Olympischen Spielen. Also völlig, völlig irre. Die ist eben auch eine Athletin, bei der bekommt man auf Social Media nicht allzu viel mit. Also da gibt es einfach welche, die da sehr viel mehr hinterher sind. Genau, und das meinte ich vorhin. Das verkneife ich mir jetzt auch, das aufs Alter zu schieben. Das macht Jan Frodeno ja auch anders. Ist vielleicht einfach nicht ihr Ding. So, und dann kommt sie aber dahin, steht auf der Startliste. Jo, da bin ich, hier ist mein Rennrad. Ja. Tschüss. Genau, und auch das, genau das wollte ich sagen. Deswegen, ich meine, das kann man ja fast nicht sagen, dass sie unterm Radar läuft, aber da man auch von ihr nie so richtig weiß, man kriegt keine YouTube-Videos serviert vorher mit Saisonplanung und das habe ich vor und meine Race Week und so weiter. Das gibt's bei ihr alles nicht. Also einfach sehr schlicht, dezent, die kommt und gewinnt und fährt wieder nach Hause. Ganz genau. Ja, und auch wirklich ja auch auf schweren Kursen und sowas. Und das ist... Ja, man kann da den Hut nicht oft genug ziehen. Also es ist sehr, sehr beeindruckend. Und ja, mal gucken. Scheint ja auch noch nicht am Ende zu sein, ihre Karriere. Die hat auf jeden Fall noch Bock. Und das ist, Wahnsinn. Fehlen mir echt fast die Worte, was man soll man dazu sagen, wenn jemand so abliefert. Aber auch Platz 2 und 3, die haben quasi dieses Jahr fast ähnliche Records, kann man fast sagen. Also Imogen Simmons ist Zweite geworden, Lucy Hall Dritte. Und auch da habe ich dann mal in die Stats geguckt, weil das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Imogen Simmons hat dieses Jahr auch 5 Rennen gemacht auf der Mitteldistanz. Alle auf dem Podium abgeschlossen. Einmal gewonnen nur in Anführungsstrichen, muss ich sagen, weil sie 3-mal Zweite geworden ist. Aber diese 3 zweiten Plätze sind halt auch wirklich was, auf die sie sehr, sehr stolz sein kann, denn sie hat jetzt einmal gegen Nicola Spierig den Kürzeren gezogen, einmal gegen Arne Haug und einmal gegen Daniela Rief. Das ist wirklich auch... Kann man so nehmen. Ja, das muss man dann wahrscheinlich sogar so nehmen. Ja. Kann man sagen, sie hat sich halt immer wirklich mit den Besten gemessen. Und dann halt ein paar Mal den Kürzeren gezogen, aber auf jeden Fall auch jetzt, auch nach einer langen Verletzungspause im Sommer,
sehr versöhnlicher Abschluss mit der Saison. Und da bin ich auch ja total gespannt, weil ich meine, sie ist ja auch eine, die eben dann auch Langdistanz eben ja auch macht und da ja auch noch viel vorhat. Und das ist ja immer nochmal was anderes, ob du so wirklich reine Mitteldistanz-Spezialistin bist oder eben auch die ganz langen Sachen noch machst. Da, glaube ich, kann man noch viel erwarten. Und Lucy Hall, bei der ist es ähnlich. Die hat 7 Rennen gemacht dieses Jahr, auch alle auf dem Podium und auch 3 Siege dabei. Also das war schon ein sehr, sehr hochkarätiges Podium da. Ja. Und auch ja letztendlich so fast, wie wir es auch erwartet haben. Ne? Also da muss man ja auch sagen, das waren ja auch so die Favoritinnen. Auf jeden Fall. Gut. Ja, so viel vielleicht zu Pagera. Kommen wir zur längeren Distanz, zum Ironman Mallorca. Einmal in den Norden der Insel. Ja, genau. Und aufgrund der längeren Strecke hat man da auch ein bisschen mehr von. Da sieht man ein bisschen mehr von Mallorca. Und wenn ich mir jetzt auch die Bilder, wir haben auch eine Bildergalerie auf trimark.de dazu angeguckt. Ich habe bei Facebook geguckt. Wunderschön. Einmal tief durchatmen. Es ist einfach so geil. Mhm. Mallorca ist einfach gut. Ja. Auch zu dieser Jahreszeit noch. War richtig warm offensichtlich, ne? Ja. Da wurden viele Wasserflaschen geleert, habe ich gesehen, über die Köpfe und in die Athleten hinein. Da findet bald noch ein Radrennen statt. Ja. Ende Oktober. 312, oder? Ja. Ist das noch? Ja. Auch geil. Und Ulle fährt mit. Ja, der kennt sich auch aus auf Mallorca. Mhm. Da sind aber auch einige auf der Startliste, über deren Vergangenheit man nicht so, naja, okay. Lassen wir das mal. Müssen wir jetzt auch nicht thematisieren. Nee. Aber geiles Rennen, glaube ich. Also 312 Kilometer einmal rum. Das ist schon ganz cool. Ja. Steht auf jeden Fall auch nochmal, also jetzt, ob es jetzt auf Mallorca ist oder nicht, aber die 300 habe ich noch nicht geknackt auf dem Rad. Aber ich glaube, das ist was, was ich auch sehr, sehr gerne mal machen möchte. Ach, man könnte so vieles machen. Ja. Und viele Athleten haben sich gesagt, wir machen auf jeden Fall noch einen Ironman dieses Jahr. Wenn wir doch nicht nach Hawaii können, dann machen wir den noch am Ende des Jahres. Und warum nicht auf Mallorca, wenn es den doch jetzt wieder in der Langdistanzversion auch gibt? Auf der 73-Variante, die auch stattgefunden hat, keine Profis am Start, sondern eben hier beim Ironman Mallorca. Ja, wo fangen wir an? Machen wir es doch wie eben. Wir fangen auch mit den Männern an, würde ich sagen. Gewonnen hat Léon Chevalier, ein Franzose. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, wir haben ja vorher über die Favoriten geredet. Das wäre mir nicht eingefallen, den zu nennen. Nee, ehrlicherweise nicht. Also da, so ehrlich müssen wir sein, da habe ich wirklich andere vorne gesehen. Aber umso beeindruckender, dass ihm das gelungen ist, das durchzuziehen. Ja. Also vielleicht kurz zu ihm, wer ihn auch so nicht auf dem Schirm hat, der ist 25 Jahre alt, hat eine Kurzdistanz-Vergangenheit, sag ich mal, die ja keine besonderen Höhepunkte beinhaltete, also kein Star der Kurzdistanz und auch noch gar nicht so lange auf der Langdistanz jetzt unterwegs, hat aber in diesem Jahr schon sehr gut abgeliefert, war beim Ironman UK, war er Dritter. Und hat dann im Sommer den Ironman gewonnen in Frankreich. Extrem schwere Langdistanz, also mit ganz, ganz, ganz vielen Höhenmetern. Der scheint ja dann Händchen für extreme Rennen zu haben. Ja, also kann man so sagen, und das war auch quasi sein Saisonhöhepunkt, hat er mal gesagt. Da hat er 18 Monate, hat er geschrieben, hat er sich auf dieses Rennen vorbereitet und wollte da ja unbedingt, nachdem eben er seine erste Langdistanz beim Ironman UK gemacht hat, eben da jetzt punkten. Und das ist ihm gelungen, er hat das Rennen gewonnen. Und jetzt eben Ironman Mallorca. Und da scheint auf jeden Fall das Training, diese 18 Monate, scheinen gut gefruchtet zu haben. Ja. Denn er hat es einfach durchgezogen, ne? Von bis zum Ende und letztendlich dann auch wirklich mit einer beeindruckenden Leistung hinten raus. Ich finde, das sah sehr, sehr flüssig aus, bis es dann nach hinten raus hart wurde. Und das hat er auch im Zielinterview dann so gesagt. Es war schon fast witzig, also Paul Kay hat ihn darauf angesprochen, irgendwie so, jetzt, wie fühlst du dich, Ironman Champion? Und er hat immer nur gesagt, ich bin so froh, dass es vorbei ist. Es war so hart. Ich bin so froh, dass es vorbei ist, hat er, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesagt, weil er, glaube ich, einfach wirklich froh war, dass es noch gereicht hat.
Denn er hat gesagt, so die letzten Kilometer waren einfach so Ofen aus. Er hat gesagt, er hat nichts mehr gesehen, konnte nicht mehr richtig gucken. Oh, also wirklich kurz vor Stecker raus und vielleicht gar nicht beenden. Oder du gewinnst hier den Ironman Mallorca und holst dir die Kona-Quali. So, das war wirklich, glaube ich, auf Messers Schneide. Und ja, wer davon fast noch profitiert hätte, war dann Florian Angert, ne? Der, ja, also noch gereicht trifft es auf jeden Fall ziemlich gut. Ja. Das war nicht viel Abstand. Genau. Das Rennen ist im Prinzip so gelaufen für Florian Angert. Er hatte ein sehr, sehr gutes Schwimmen, ist als erster aus dem Wasser. Und dann kamen Cameron Wirth, eben Leon Chevalier und Christian Hohenhau, Bombenradfahrer, als Dreiergespann angerauscht. Und dann, wir haben vorhin über Entscheidungen getroffen, musste Florian Angert eben die Entscheidung treffen, gehe ich mit denen mit? Oder lass dich die ziehen und mach mein eigenes Rennen. Und er hat gesagt, direkt quasi nach dem Rennen hat er das so eingeordnet, dass er gesagt hat, das war eine, also er hat dann die Entscheidung getroffen, ich lass sie ziehen, ich gehe nicht mit und guck, dass ich mein Rennen mache. Und das war auf der einen Seite vielleicht eine gute Entscheidung, vielleicht auch eine schlechte Entscheidung. Er hat aber so ein bisschen damit gehadert, weil natürlich, wenn du in der Gruppe, in eine Gruppe kommst, die gut funktioniert, kann dich das natürlich schneller nach vorne bringen. Was ist jetzt für ihn passiert? Er ist halt komplett im Niemandsland gelandet und dann kann das Radfahren einer Langdistanz schon verdammt lang werden. Ist halt komplett alleine unterwegs gewesen und hat dann auch auf den, wie er sagt, auf den letzten 30 Kilometern ungefähr auch wirklich gestruggelt, hat wirklich arge Probleme gekriegt, so mental und körperlich, weil das halt einfach auch schwierig ist, wenn du dann dich da alleine durchbeißen musst. Und es ist dann beim Laufen tatsächlich so gewesen, dass er, als er vom Rad gestiegen ist, er eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass er überhaupt noch einen guten Lauf zusammenkriegen kann, weil er sich einfach echt schlecht gefühlt hat. Aber dann ist er einfach mal bei seinem Plan geblieben, hat seine Pace gelaufen und hat dann da irgendwo im Wechselbeutel lagen noch ein paar Laufbeine. Die waren die richtigen dann offensichtlich. Und aber angeschnallt. Ja. Und dann konnte man dann nämlich eben sehen, was da auch dann passieren kann. Ne? Ist letztendlich, hat er gut gepaced und ist, ja, er ist 56 Sekunden nach dem ersten ins Ziel gekommen, aber er hat die Kona-Quali geholt, Ziel erreicht. Ja. Und klar, hadert man dann vielleicht so ein bisschen damit, dass man dann sagt, es war so knapp, vielleicht hätte es noch, na, wann hätte ich irgendwie, ich meine, wenn es nicht mal eine Minute ist, da ist so ein Ironman halt so lang, dass du da den ganzen Tag überlegen kannst, wo du jetzt die Minute hast liegen lassen. Ja. Aber, und jetzt wird es interessant, hat er quasi am Tag danach noch einen Post abgesetzt dazu, hat er quasi eine Nacht drüber geschlafen und hat dann vom Flughafen Mallorca nochmal über die Situation nachgedacht und dann hat er gesagt, nochmal alles gecheckt, alles richtig gemacht, weil er dann nochmal reflektiert hat beim Ironman Tulsa. Im Mai ist er eben in diese Spitzengruppe reingegangen, hat sehr viel Arbeit an der Front geleistet, ist dann viel zu schnell losgelaufen und hat dann am Ende letztendlich dafür bezahlt, dass er quasi sich der Renndynamik angepasst hat. Und diesmal hat er seinen Pace-Plan komplett eingehalten und ist seine neue Marathon-PB gelaufen. Also bester Lauf auf der langen Distanz überhaupt. Und er sagt auch, er glaubt halt auch, er hat das im Gefühl, beweisen kann man es ja am Ende nicht, dass er diese Konstanz nicht hätte bringen können, wenn er sich dem eben angepasst hätte und gesagt hätte, okay, ich fahre jetzt deren Tempo mit und muss jetzt irgendwie vorne an der Spitze vielleicht auch ein Tempo mitlaufen und muss dann gucken, sondern einfach Rennplan einhalten und dann gucken, für was es reicht am Ende. Ne? Dass er einfach diese Konstanz nur darüber gekriegt hat, dass er bei seinem Plan geblieben hat. Fand ich sehr, sehr interessant, dass vielleicht auch manchmal ein Tag dazwischen liegen muss, dass man das dann auch merkt. Aber für ihn natürlich Bombe, ne? Jetzt auch die Hawaii-Quali eingesackt. Ja, ich finde auch, dass man da als Age-Grouper ganz schön viel draus mitnehmen kann für sich, dass man eben einfach nur auf seine Zahlen vertraut und auf seinen Pacing und nicht zu viel rechts und links guckt, wo der Kollege jetzt gerade fährt oder was da für eine Geschwindigkeit auf dem Tacho steht oder so, sondern einfach darauf vertrauen und das wird dann schon alles hinhauen. Ja, Stichwort Körpergefühl auf der einen Seite, aber eben aber auch, das kann ja manchmal auch so ein bisschen trügen, einen guten Plan haben, ne? Eine gute Pace haben, sich vorher überlegen, ne, in welchen Bereichen will ich unterwegs sein und dann nicht einfach sagen so, huch, ist ja schneller, wird schon irgendwie gut gehen oder irgendwie, ja, Verpflegung weiß ich auch noch nicht so genau, ja, mal gucken. So, ne? Das ist dann eben nicht das, was zum Erfolg führt, sondern genau das, was Florian Angert hier vorgemacht hat. Ja. Sehr spannend. Wer seinem Stempel, dem Rennen auch seinen Stempel noch lange Zeit aufgesetzt hat, war Cameron Wirth.
ganz klar auch eben ja lange mit dabei gewesen, aber dann ja, er hat ganz nüchtern analysiert, waren einfach zwei Leute besser als er. Das ist halt Racing, und er hat gesagt, auch da nochmal darauf hingewiesen, das war jetzt ja nur, das kann man an den Zeiten nicht so richtig dann ablesen, aber es ist ja ein sehr, sehr hartes Rennen, ne? Und dann ist aber trotzdem, bleiben die unter 8 Stunden da, die ersten beiden, und das ist halt, was wir ja auch gesagt haben, es ist Wahnsinn, wie sich der Sport entwickelt hat, irgendwie, ja. Dass solche Zeiten einfach auch, ja, mehr und mehr zum Standard werden, und wenn du halt ganz vorne sein willst, dann musst du da halt dranbleiben. Ich finde auch so insgesamt die Laufzeiten, also Triathleten wurden früher oft gerade aus Läuferkreisen so belächelt, dass sie halt nicht laufen können und so weiter. Und das kann man jetzt einfach nicht mehr sagen. Ja, von allen, ne? Schwimmer sagen, ihr könnt nicht schwimmen, die Radfahrer sagen, ihr könnt nicht Radfahren. Ja, aber es ist schon, ja, es ist krass, wie gut die alle geworden sind. Das muss man schon so sehen. Ja, und den Namen Cameron Worth werden wir nachher auch nochmal hören. Denn der macht, wie er es immer macht, wenn er erstmal Triathlon macht, dann macht er das auch oft und gerne auch mal hintereinander. Der fängt gerade erst an. Ja. Ja, das waren die Männer. Zu den Frauen kann man noch sagen, dass es auch da, dass sich ein Rennen, wo ich gedacht habe, das wird eine klare Nummer, sich am Ende nochmal, ja, doch noch zu einem spannenden Rennen entwickelt hat. Sehr spannend. Ja, das gehört nämlich auch zum Ironman dazu, dass man sich, naja, sicher, das wäre jetzt falsch, das wäre jetzt rein interpretiert, aber dass auch jemand, der mit scheinbar großem Vorsprung führt, noch lange nicht als Erster im Ziel ist. Ja. Genau, die Rede ist von Lisa Nordin, die vorne aus dem Wasser gekommen ist mit Fenella Langridge und dann auf dem Rad gemacht hat, was man von ihr erwarten kann, nämlich bärenstark gefahren, in einer Aero-Position, auf die ich extrem neidisch bin. Das ist ja so krass. Die ist ja wirklich da einfach waagerecht. Der Kopf verschwindet vorne vor dem Oberkörper. Ja. Also gelernt ist gelernt. Ja, aber das ist wirklich. Wie hieß es da irgendwann mal im Ironman-Kommentar irgendwie so? Haben sie sich auch über die Position gefreut und haben gesagt: Ganz ehrlich, die sieht auch besser aus als Cameron Worth auf dem Rad. Und der kann ja auch ein bisschen Radfahren. So ist es ja nicht. Ja. Also Lisa Nordin vorne weggefahren und auch dann vorneweg gelaufen, aber am Ende kam mit Ruth Astle eine Frau, die einen Radsplit an den Tag gelegt hat, der einfach mal der schnellste am Tag des Tages war und dann von hinten es ausnutzen konnte, dass Lisa Nordin einfach dann langsamer geworden ist, es nicht geschafft hat und sie dann irgendwann überholen konnte. Also Ruth Astle gewinnt vor Justine Mathieu, Französin, die noch sich dazwischen geschoben hat, und dann auf Platz 3 Christine Liebhold. Ja, sehr, sehr mal im Zielsprint. Sehr, sehr geil, finde ich, denn Christine Liebhold, viele kennen sie vielleicht noch unter Christine Möller, so wie sie früher hieß, und auch schon als Christine Möller sah man sie immer von hinten Felder durchflügen mit einem unfassbaren Laufspeed. Also Laufen ist einfach ihr Ding und einfach ihre Disziplin. Jetzt auch hier 3 Stunden glatt fast gelaufen, aber auch 1 Stunde, das gehört bei ihr halt leider, zieht sich auch durch die Jahre, 1 Stunde 2 geschwommen. Und das bedeutet für sie halt wirklich, dass sie einfach da nicht vorne dran ist und dass sie dann immer ein sehr gutes Radfahren braucht. Und aber auch cool finde ich, dass sie dann trotzdem noch, weil dann hast du ja automatisch so einen großen Rückstand, dass du auch wirklich an dich und deine Stärke glauben musst. Ne? Ja. Und sie einfach da weiter durchgezogen hat, und die Bilder sind einfach so, so gut. Ich glaube, Christine Liebhold ist, glaube ich, so 1,58 oder so groß, und wenn die dann durch die alle da durchfegt irgendwie so, weil ich meine, da waren auch zig Age-Grouper dann unterwegs und so, und dann die Männer ja auch und alle irgendwie dazwischen, und dann ist wirklich so und dann kam sie da durchgerannt. Ja, es hat am Ende hat's für sie gereicht. Ja, ist ja auch schon 37, aber auch Kona-Quali gesichert. Also nicht jetzt in diesem Rennen, aber für den, jetzt muss ich mal schnell überlegen, für welches hatte sie sich denn qualifiziert? Stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Für den Herbst ist sie doch qualifiziert. Also alles schon in trockenen Tüchern. Ja,
Genau, weil sie beim Ironman Switzerland hat sie sich qualifiziert für Oktober 22. Mhm. Genau, also von daher war dritter Platz, jetzt ging es für sie da jetzt nicht mehr um die Quali. Aber sie hat gesagt, sie hat auf den letzten Kilometern im Ziel-Interview hat sie gesagt, weil sie ihre kleine Tochter am Ziel hatte. Und sie hat dann immer gedacht, oh, das wäre doch so geil, wenn Mama quasi sich gleich noch aufs Podium kommt. Und das hat ihr dann nochmal wirklich den letzten Schub gegeben. Finde ich cool. Ja, auch für den Sprint, cool, weil sie gesagt hat, ich muss jetzt unbedingt noch sprinten. Ja. Normalerweise würde man vielleicht auch sagen, so, oh, die Beine habe ich jetzt nicht. Aber fürs Podium kann man auch nochmal den Sprint rausholen. Fand ich sehr, sehr cool. Ja, Hut ab am Ende eines Marathons. Ja. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, zu Ruth Essel kann man vielleicht noch sagen, die kennt man auch. Die war nämlich schon overall Weltmeisterin als Age-Grouperin auf Hawaii. 2019 ist dann zu einer blöden Zeit Profi geworden, würde ich sagen so. Ne? Weil ich meine, gut, konnte man natürlich nicht absehen. Hat sich jetzt, wird dann jetzt auch als Profifrau nach Hawaii fahren. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Die war damals eine der Athletinnen, die im Swift-Team damals waren. Mhm. Und kann man mal sehen, wo das hinführen kann. Eine erfolgreiche Age-Gruppe-Karriere. Also auch sehr beeindruckend, auch ihre Radstärke vor allen Dingen. Das ist eine richtige, richtige Kämpferin. Hat mir sehr gut gefallen. Das war ja auch auf jeden Fall kein schwaches Feld. Nein, und vor allen Dingen ja auch mega schwerer Kurs auch, ja, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, da hat sie ganz gut was abgefeuert. So, jetzt hole ich mal Luft. Hol mal Luft. Sag du mal was. Ich sag mal was. So. Ja, vielleicht einfach eine ziemlich ungeschickte Überleitung oder einfach relativ oh ja, dumm, jetzt komm. Dass wir Mallorca abgehakt haben, oder? Ja, kann man glaube ich so und sagen. Und damit europäischer Saisonabschluss auf der Langdistanz wohlgemerkt. Ja. Ja, fliegen wir einmal rüber, oder? Genau, denn das ist doch das, wo wir dann alle hingucken am Wochenende. Der Ironman California. Der erste Ironman California steht an. Ja. Wir schauen alle auf das Duell eigentlich zwischen Jan Frodeno und Gustav Iden. Sind noch ein paar andere dabei, ja, aber das ist einfach am interessantesten, weil eben Langdistanz-Routinier und der GOAT, wie ihn eigentlich alle nennen, auch sämtliche seiner Kollegen. Seine Konkurrenten vor allen Dingen. Seine Konkurrenten auf den 73-Weltmeister trifft. Ganz genau. Spannender könnte es eigentlich nicht sein. Ja, aber geht ja auch so, oder? Ich meine, wir kommen ja jetzt dann dazu, wer dann noch so stattfindet und das macht das Rennen auch insgesamt sehr, sehr interessant, auch im Hinblick auf die noch zu vergebenen Plätze für Hawaii. Aber letztendlich will ich eigentlich nur wissen, wie geht das zwischen den beiden aus? Ja, also wenn Gustav Iden nicht am Start wäre, dann wäre, ja, okay, cool, mal wieder ein Jan Frodeno rennen und dann wäre das aber relativ klar. Doch. Noch mal sehen. Vielleicht nicht hundertprozentig klar, aber er wäre auf jeden Fall der haushohe Favorit. Ja. Ist er jetzt auch. Vielleicht auch. Obwohl, man weiß es ja nicht. Aber man weiß es eben nicht. Genau. So. Und ja, also da bin ich einfach sehr gespannt drauf, was der Norweger da so abreißt. Ich auch. Also, und zwar ist es ja, wir haben es hier schon oft gesagt, quasi das Duell, was eben fast wie so ein bisschen so ein Strohhalm, wo man sagt irgendwie so, ja, aber das wollen wir jetzt erstmal nochmal sehen. Ja. Wie, ne, weil ich meine, Jan Frodeno, kann es wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören, der hat ja wirklich immer wieder bewiesen und nach langen Pausen bewiesen und nach Verletzungspausen bewiesen und nach Corona-Pausen bewiesen und dass er einfach in der Lage ist, zu einem Tag X, an dem er sich das vornimmt, eine Weltbestzeit rauszuhauen, ja, zu Hause auf dem Laufband eine Langdistanz zu machen, sich mit jedem anzulegen, auch auf der Mitteldistanz, der ja irgendwie ihm in die Quere kommen will. Und das haben wir natürlich dann, so ehrlich sind wir dann auch bei der 73-WM dann so ein bisschen vermisst, ne? So da hätte man gesagt, okay, da ist jetzt Gustav Iden, da ist jetzt der auf der 73-Distanz quasi, ja, die gezeigt hat, was so geht. Und da wollen wir jetzt eigentlich mal dieses Duell sehen. Da ist es ausgefallen, jetzt findet es auf der Langdistanz statt. Jetzt kann man natürlich sagen, Jan Frodeno ist da schwer im Vorteil, weil er natürlich weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, was auf ihn zukommt. Augenscheinlich sind die beide in Topform und haben beide richtig Bock. Ja.
So kann man das sagen. Ja, ich kann ja einmal kurz was zu Gustav Iden sagen, zu seiner unmittelbaren Vorbereitung. Die hat nämlich in Flagstaff stattgefunden, also nochmal in der Höhe gewesen. Mit da seinem. Hat's geschneit, habe ich gesehen jetzt neulich. Das kann gut sein. Also Aspen, das bekannte Skigebiet, ist da auch in der Nähe auf jeden Fall. Er ist da mit seinem Bruder. Eine Einheit, die fand ich ganz witzig, Rest Day Gone Wrong. Okay. Da war offensichtlich eigentlich Ruhetag angesagt. Er hat sich dann aber für einen Trailrun entschieden mit seinem Bruder. Das kann gefährlich sein. Passiert. Aber da hast du große Sympathie für, oder? Da habe ich auf jeden Fall große Sympathie für, definitiv. Ja, ein Workout, was er noch abgerissen hat, 24 Kilometer auf der Bahn mit 3x5 Kilometern in 16,31, 16,26 und 15,48 in der Reihenfolge. Autsch. So, das, ja, kann man mal machen, auf jeden Fall. Definitiv eine Schlüsseleinheit, denke ich mal, womit er sehr zufrieden gewesen sein dürfte. Und dann eben auch so Koppeleinheiten, 3,5 Stunden Rad und 1,5 Stunden Koppeln in einer 3,46er Pace. Hm. Ja, können wir sehr gespannt sein, was er da abreißen wird. Ja, total interessant zu dieser Bahneinheit, die du da angesprochen hast, also Laufbahneinheit, gibt es auch ein Video auf YouTube, wo er so ein bisschen so seine Gedanken vorm Rennen kundtut. Und wie hat er sich ausgedrückt? I'm a fan of having fun. Also ist auch ein kleiner Witzbold ja auch und so, ne? Aber er kann das natürlich mit Weltmeistertitel untermauern und dann kann man auch so ein bisschen flapsig sein und mal gucken. Aber ich finde das gerade dieses Video sehr zu empfehlen. Da spricht er so ein bisschen über seine Chancen, die er hat und was das Rennen für ihn bedeutet. Und da haben sie ihn gefragt, oder sein Bruder befragt ihn halt immer so zwischendrin bei den Einheiten, was er glaubt, wie das Rennen läuft. Und dann hat er eine sehr, sehr interessante, so eine Prognose abgegeben, was er glaubt, wie das Rennen läuft. Und jetzt könnte man sagen, er stapelt da ganz schön tief, aber es kommt so ein bisschen auf das Ende vielleicht auch drauf an. Also er sagt, das wird so laufen, dass Jan vorne wegschwimmt, alleine relativ bald, weil er nicht so gut schwimmen kann wie Jan und auch nicht da viel gemacht hat. Also da hat er keine Chance. Dann steigt er in den Zug ein, den es dann gibt auf dem Rad mit den noch gleich zu bestimmenden Radraketen, die da noch alle irgendwie auch nach einem nicht so guten Schwimmen nach vorne kommen müssen. Den nimmt er dann den Zug und danach wird er dann versuchen, einen Marathon zu laufen, ohne auf den letzten 10 Kilometern zu sterben. So, das ist so mal sein Rennverlauf und zu seinen Chancen sagt er, also er hat eine kleine Chance, Jan zu schlagen, aber wirklich nur eine ganz kleine Chance. Podium, sagt er, könnte klappen, wenn er keine beknackten Fehler macht. So, ne? Wenn er einfach bei seinem Plan bleibt, dann sieht er das Podium schon entgegen. Und dann kommt was man schon fast, naja, soll man es arrogant nennen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es spricht halt der Weltmeister. Er sagt, dass 73 Rennen für ihn bisher keine Challenge waren. So, das ist, da wird er nicht herausgefordert, wenn er da ins Ziel kommt, fühlt er sich nicht müde und sagt, er weiß immer, wenn er da ins Ziel gelaufen ist, er hätte noch viel, viel länger und viel, viel härter laufen können. Das ist echt so. Glaube ich eben auch. Ja, aber das ist ja wirklich so, Klatsche links, rechts für alle, die sich, ne, was wir gesagt haben, fantastische Leistung in St. George und so weiter. Und ich meine, am Ende gewinnt er das. Und es ist so fast ja so ein bisschen wie bei Jan Frodeno, wo wir auch sagen, wir warten immer auf den Moment, wo er wirklich Schulter an Schulter mit jemandem läuft, ne? Und wo er wirklich gefordert wird, wo er wirklich zeigen muss, so, da läuft vielleicht sogar jetzt, versucht einer das Tempo zu erhöhen, ne? Ich muss reagieren auf das, was der macht und kann nicht sagen, ich mache jetzt das, was ich mache und dann kontrolliere ich das Feld. So, ne? Weil ich einfach sage, das Ding habe ich sowieso, liegt jetzt nur noch an mir. So, ne? Und das scheint ihm ja auch so zu gehen. Und jetzt. Also ich finde es extrem tief gestapelt, dass er behauptet, er könnte nicht so gut schwimmen. Ja, er ist nicht so gut drauf gerade, sagt er. Mhm. Schauen wir mal. Ja, da sind wir mal gespannt. Ja. Aber er sagt auch, und da meine ich, das ist das angesprochene Ende, wenn man das nicht guckt jetzt am Wochenende, dann wird man etwas Großes verpassen. Oh je. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber vielleicht ist das so hinten durch die Tür erstmal, Jan Frodeno erstmal sagen, ja, wobei Jan Frodeno ist so lange im Geschäft, ich glaube, der
schüttelt dann nur den Kopf und sagt so, was auch immer ihr in euren YouTube-Videos vorher erzählt, wir sehen uns auf der Rennstrecke. Ja. Es ist mir ganz egal, ich habe schon alles gehört. So von Ansagen über Kampfansagen, über ich mache mir dein Bild an die Wand. Und wir haben es auch schon, na, ich glaube, wie viel Leute schon gesagt haben, wenn ich einmal groß bin, will ich Jan Frodeno schlagen. Ne? Das, der, so, da kannst du wirklich, da kann er sich so Striche in den Rollentrainer machen und im Sack. Aber jetzt kommt halt, wie gesagt, jetzt kommt halt eben dieser Moment, dass wirklich da mal, ja, der neue Weltmeister auf der, oder neue und alte Weltmeister auf der 70-3-Distanz zeigen kann, wie das ist, wenn es hinten raus ein bisschen länger wird und der dann auch vielleicht mal gefordert wird und das nicht schon zu Ende ist. Ich wünsche mir, dass sie zusammen auf die Laufstrecke gehen. Ja, das wäre gut. Das wäre tatsächlich ja das, von dem Lionel Sanders gesagt hat, dass er, dass ja sein Plan war, beim Tri-Battle Royale einfach nicht, weil er da sagte er auch im Nachhinein, hat er ja auch gesagt, ja, er wusste, dass er ja Herrn Frodeno vermutlich nicht wird schlagen können oder nicht, ne, nicht so stark ist, dass er ihn abhängen kann oder so, aber wirklich nur das Ziel, einfach mit ihm auf die Laufstrecke zu gehen und ihn dann zu zwingen, ein Rennen anzunehmen und zu sagen, so, du musst jetzt was machen, du hast mich jetzt bis hier nicht los, bist du mich nicht losgeworden? Und jetzt wollen wir mal gucken. Ja. Ne? Mach was. Lauf schneller. Guck mal, ob du mich abhängen kannst. Dann kann ich immer noch dranbleiben oder es versuchen. Ne? Also einfach ihn unter Druck zu setzen. Das ist ja schon das, was wir uns alle wünschen, dass jemand einfach der Spannung wegen, ob jemand in der Lage ist, Jan Frodeno unter Druck zu setzen. Ja, und dass er eben nicht mit einer Viertelstunde Vorsprung ankommt dann am Ende. Ja. Das werden wir dann jetzt sehen. Ich meine, es sind genug Druckmacher noch dabei. Aber vielleicht noch eine Sache zu Gustav Iden, die er auch gesagt hat, was ich auch spannend finde, ist, es hängt für ihn sehr, sehr viel an diesem Rennen. Denn davon hängt für ihn ab, wie er das kommende Jahr gestalten wird. Also ich habe es gesagt, er will Spaß haben im Rennen und er will natürlich auch gute Ergebnisse erzielen, aber beides ist ihm gleich wichtig. Und er sagt, wenn er merkt, Langdistanz macht ihm keinen Spaß, dann wird er keine Lust darauf verspüren, da nächstes Jahr ein ganzes Jahr für zu trainieren. Also St. George 73 WM ist gebongt, hat er gesagt. Da will er auf jeden Fall wieder hin und seinen Titel verteidigen. Vielleicht macht er beide Rennen, macht er sowohl das Frühjahrs-Hawaii, sage ich mal, in St. George, als auch eben Kona im Oktober. Vielleicht macht er auch gar keins. Das, hat er gesagt, wird er letztendlich davon abhängig machen, wie es ihm rückblickend dann nach dem Wochenende geht. Finde ich auch sehr spannend. Also der hat wirklich noch echt alle Eisen im Feuer. Ne? Da ist das noch nicht erledigt. Er hätte ja für einen endgültigen Wechsel auf die Langdistanz auch noch ein paar Jahre Zeit. Ja. Ja, und er ist natürlich durch seine WM-Titel auf der 70-3-Distanz in der luxuriösen Situation, dass er jetzt auch dann, er muss dann noch validieren, in welcher Form auch immer, aber qualifiziert ist, eben für beide Rennen als 70-3-Weltmeister ist er jetzt halt qualifiziert und da er es zweimal war, ist er auch zweimal qualifiziert. Das hilft natürlich, ne, bevor du das irgendwie auch noch mit einbeziehen musst. Ne? Das spielt ihm schon ein bisschen in die Karten. Und eine Sache, die ich noch sehr schockierend fand, ist, dass er bei diesem angesprochenen langen oder harten Lauf auf der Bahn auch nochmal neue Schuhe ausprobiert hat, anderthalb Wochen vorm Rennen. Weil normalerweise hat er gesagt, trägt er immer die Nike Alphafly, aber jetzt hat er mal Asics ausprobiert, fühlen sich super an, muss aber mal gucken, ob er die vielleicht auch im Wettkampf anzieht. Na, er hat gesagt, er weiß noch nicht, ob er einfach langweilig sein soll und vielleicht seine langweilig und vernünftig. Und das hat sein Bruder ihm auch gefragt, oder ist das eher vernünftig? Hat er gesagt, das ist das Gleiche, langweilig und vernünftig. Man muss immer ein bisschen für Action sorgen. Hat er nicht so Unrecht mit. Ja, aber du weißt ja, kein neues Material. Ja, ich war mir beim Hockenheimring beim Packen meiner Tasche noch nicht sicher, welche Schuhe ich anziehe. Ja, ich hätte fast neue Schuhe eingepackt und habe mir dann noch auf den Kopf gehauen, dass ich das auf keinen Fall machen sollte. Besser ist es. Ich bin auch so ein Kandidat. Wenn ich dann irgendwas Neues habe, was ich dann, oh, das könnte cool sein irgendwie so. Aber warum ist man so dumm? Warum ist man so dumm? Nicht. Das siehst du sogar auf Hawaii, wo du sagst, das sind ja nun wirklich die besten Age-Grouper der Welt und die laufen am Tag vorher auf die Expo und kaufen sich einen neuen Swimsuit oder irgendwas und gehen damit ins Rennen des Jahres am nächsten Tag. Ja. Ja. Das ist, soll man doch nicht machen. Das steht doch immer in diesen Fachmagazinen, dass man keine neuen Sachen am Renntag tragen soll. Ja, wer schreibt denn so einen Quatsch? Ja, das weiß ich auch nicht. Du schreibst ja auch Ernährungstipps und hier, Gustav Iden sagt zum Thema Pizza, wenn man 5000 Kalorien am Tag verbraucht, so wie er das macht und Weltmeister ist, so wie er das ist, dann kann man auch den ganzen Tag Pizza essen.
Das würde ich nicht abstreiten. So. Finde ich aber kann auch man, sehr, kann man schon mal machen. Da hat Coach Gaesmann auch schon mal eine schöne Geschichte erzählt. Die hat am Collins Cup hat er auch, wollte er auch wissen, ob das die Weltmeisterdiät ist, weil tatsächlich Gustav Iden wirklich sehr viel Pizza isst. Er hat auch in irgendeinem Strava-Post hat er geschrieben, fueled by Pizza und Morten oder so, irgendwie in die Richtung. Ja. Dass er da auch die zweite Einheit des Tages noch gut durchziehen konnte. Er begründet es damit, dass er einen unfassbar hohen Kohlenhydratverbrauch hat und dass er deswegen nur so für Nachschub sorgen kann, indem er immer Pizza in sich reinstopft. Ja, wohl bekommt. Es ist ein glücklicher Mann. Ich beneide ihn sehr. Nicht so um seinen Weltmeistertitel, den hat er behalten, aber das Ding mit der Pizza, das wäre schon was. Ja, dann nimm uns doch mal mit, Anna. Wer spielt denn da noch so mit im Duell der beiden? Ja, wir hatten ihn schon angesprochen, einen von beiden, beziehungsweise eigentlich beide von beiden ganz großen Namen, und zwar Lionel Sanders. Der kann es nicht lassen. Nee, da hat er uns jetzt dann so ein bisschen aufs Glatteis geführt mit seinen Videos, in denen er stundenlang erklärt, warum die Saison jetzt für ihn vorbei ist und er doch nicht California macht und so weiter. Haha, ich mach's doch. Er hat nach Chattanooga geschrieben, dass er da seinen besten Ironman ever absolviert hat, quasi. Also einfach solide, nicht eingebrochen und alles gut gelaufen. Und dann hieß es erst so, ja, jetzt erstmal ein bisschen ausruhen und dann wieder neu angreifen. So. Also da war nicht ersichtlich, dass da jetzt noch ein Rennen kommt. Also jetzt doch in Kalifornien am Start und er verspricht aber, dass er danach eine Offseason machen wird. Ich habe immer die ganze Zeit noch gewartet, dass Sam Long noch in das Game mit einsteigt, aber der war, glaube ich, in Puerto Rico oder so im Urlaub. Ich glaube, der hat die Meldefrist verpasst, das ging nicht mehr. Ist jetzt auf jeden Fall close. Aber ich kann es mir so richtig vorstellen, wie die dann zu Hause sitzen und sagen so, oh Mann, jetzt will ich auch. Ja. Was, die alle da sind, da weiß ich auch nicht, soll ich da auch entfernen? Ja. Ich glaube sogar, dass selbst ein Jan Frodeno sich von sowas nicht freimachen kann. Weil anders ist das nicht, finde ich, zu erklären, dass der auch am Anfang des Jahres so Rennen wie Gran Canaria zum Beispiel gemacht hat, so außer kalten Hose und gesagt hat, nicht Trainings, der hat ja trainiert, so ist es nicht, aber dann gesagt hat, so, oh, jetzt mache ich Gran Canaria und Miami mache ich auch. Und vielleicht, oder ich kann mir sogar vorstellen, dass er auch gezuckt hat damals für Tulsa, wo er dann gesehen hat, so, oh, Patrick Lange ist in Tulsa. Und die anderen auch alle. Die machen jetzt alle Langdistanz. Das will ich jetzt auch. Ja. Ja, aber ich glaube, er hat weise Menschen in seinem Umfeld, die dann zu seiner Weisheit, die er selbst schon mitbringt, dann auch doch dann dafür sorgen, dass man dann keinen Unfug macht und einfach sagt, jetzt mache ich einfach irgendeine Langdistanz, weil ich das machen will. Die verstecken sämtliche mobilen Endgeräte bei ihm zu Hause, dass er sich nicht anmeldet. Emma, hast du mein Telefon gesehen? Ich will mich für den Ironman Tulsa anmelden. Alles eingeschlossen. Sehr schön. Gefällt mir. Oder der Hund hat das Handy gefressen. Genau. Da wird dann alles rausgeholt. Ja. Muss. Ja. Noch zu Lionel Sanders, der hat auch noch mal gut was optimiert, war mit seinem Speedmax noch mal auf der Radbahn, hat an der Sitzposition gearbeitet und so weiter. Also da, das wird auf jeden Fall spannend. Aber jetzt noch mal zum Schwimmen, der wird ja auf jeden Fall hinter Gustav Iden aus dem Wasser kommen. Ja. So. Deswegen meint ja auch Gustav Iden, dass er einsteigen kann in den Zug. Also er glaubt schon, dass er vor diesem Zug ist, aber dass er, wenn er quasi im Fahren aufspringen, wenn die dann vorbeifahren. Ich weiß nicht, ob er das braucht, aber das werden wir sehen. Das heißt, Lionel Sanders wird Gustav Iden dann ein- und überholen und der hängt sich dann daran. Wenn man das so interpretieren kann, dann schauen wir das mal, ne? Das werden wir sehen. Lionel Sanders, ich bin mir immer nicht, ich meine, er hat ja gesagt, er will ganz viele Langdistanzen jetzt machen, weil er das ja auch besser hinkriegen will und üben will und so, und 70.3 gibt ihm nichts mehr, er muss jetzt da besser werden und so, aber er ist auch qualifiziert, ne? Also das ist natürlich auch noch ein Punkt, der Druck wäre weg, ne? Das kann ja auch helfen, kann ich natürlich nicht beurteilen, ne? Hilft das eher einem Profi zu sagen, Quali ist vollkommen egal, muss ich mich nicht drauf konzentrieren, oder ist das in diesen harten Momenten auch so die es ja dann unweigerlich gibt, vielleicht auch ein kleines Hindernis, wo man dann sagt so, ach komm, ich bin doch qualifiziert, wofür quäle ich mich? Ja, ich kann das auch nicht so richtig verstehen, ehrlich gesagt, weil die Distanz, die haben das ja auch in den Knochen und gehen da auch nicht spazieren, im Gegenteil,
und gehen dahin, um sich Kalifornien anzugucken, so, und um mal nach Sacramento zu verreisen. Da wollte ich schon immer mal hin. Genau. Gucke ich mir das mal an und bringe möglichst viel Strecke hinter mich. Ja, nee, darum geht es ja nicht. San Francisco, L.A., nee, Sacramento. So. So. Und deshalb, also ich glaube, dass man da echt aufpassen muss, dass es dann eben nicht zu viel wird. Ja, aber das sind ja alles große Jungs und können das selbst für sich entscheiden, ne? Ja, die hören sowieso nicht auf Tante Anna. Ja. Jungs ist übrigens das Stichwort, ne? Nur Männer bei den Profis. Ja. Die Frauen starten in Florida als genau. Pendant, aber nicht am selben Wochenende. Bei wem noch unklar ist, ob er startet, was wir uns aber gut vorstellen könnten, ist Cameron Wirth. Bei dem kann man sich das immer vorstellen. Ist natürlich, man ist immer so geneigt zu sagen, ja, der steht schon wieder auf der Startliste, aber der war ja gerade erst da und da. Aber das interessiert ja Cameron Wirth nicht. Also der macht auch mal 7, 8 Langdistanzen in einem Jahr, das, weil er da Bock drauf hat. Und im Moment scheint er in dem Modus zu sein. Und wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, auf Mallorca knapp dann den Kürzeren gezogen, Dritter geworden. Aber so in seinem Instagram, da wünschen ihm Florian Angert und auch andere viel Spaß und viel Erfolg in Kalifornien. Also gehen wir mal davon aus, dass dass er noch Bock hat. Und ich meine, auch wenn Gustav Iden davon spricht, dass er in den Zug einsteigen will mit Cameron Wirth, dann glaube ich tatsächlich, dass wir ihn da wieder sehen werden. Ich kann mir das nicht erklären. Also das, aber ich meine, er hat ja auch schon öfter gezeigt, dass das funktionieren kann. Ne? Und, ja, und gar nicht so schlecht. Ja, und ja, wird auf jeden Fall spannend. Also für die Renndynamik ist das natürlich immer super, den dabei zu haben, ja. weil er einfach auf dem Rad auch Sachen machen kann. Ja, kann da das Tempo richtig hochhalten und den interessiert das vor allen Dingen auch nicht, wenn er vorne wegfahren muss. Ne? Das ist ja für ihn komplett egal. Ne? Also es gibt ja schon welche, Florian Angert hat es ja auch gesagt, ne? Dass er in Tulsa sehr lange führen musste und dass das zu viel war und so. Ich glaube, so einen Gedanken macht sich ja Cameron Wirth nicht. Dem ist das, nee, das vollkommen ist egal, das ist einfach vorne weg. Ich erinnere mich dann noch an Roth, wo er mit Sebastian Kienle vorne unterwegs war und hat dann quasi das Rennen die ganze Zeit angeführt. Und dann hat Sebastian Kienle nach dem Rennen gesagt, ich hatte das Gefühl, ich muss auch mal nach vorne. So, ne? Das ist ja auch irgendwie kacke, wenn man immer so an zweiter Position fährt. Und er hatte ihn dann überholt, hat vorne, er wollte ein bisschen Tempo machen und dann kurz danach kam Cameron Wirth wieder und er hat gesagt, nur irgendwie so vorbeigehen. So nur was nuscheln, so, nee, ist schon gut. Sebastian, lass mal, ich mach das, weil ich mach die Pace. Das haut schon hin, ich mach das mal. Gut, da hat er auch beim Laufen hart bezahlt, aber das zeigen ja seine Ergebnisse auch. Kopenhagen, erinnern wir uns dran, gegen Lionel Sanders, dass er auch so einen Lauf durchziehen kann. Also die Zeiten, wo man sagen konnte, ja, der bricht ja eh ein beim Laufen, das kann man, glaube ich, so nicht mehr sagen. Und eingebrochen ist er jetzt am Wochenende ja auch nicht. Nee, also das wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen mit der Renndynamik und vor allem auf dem Rad können die da, also das gibt sich nicht. Sie können, glaube ich, alle echt miteinander mithalten. Ja. Ja, es sind noch einige auf der Startliste, die auch relativ lang ist und auch dann doch auch ein paar Namen hat, die jetzt nicht so ganz klangvoll sind aber trotzdem auch welche drauf, die man auch nicht so ganz außer Acht lassen darf, so wie, was fällt mir jetzt zum Beispiel ein, Matt Russell zum Beispiel, der immer einer ist, der gut ist, haben wir auch schon drüber gesprochen dieses Jahr, auch schwierige Krankheitsgeschichte hatte und so, aber auch auf Hawaii schon gut performt hat und der ist einfach auch, dem liegen halt, ist einfach auch so ein Langdistanz-Typ und da würde mich das nicht wundern, wenn der auch relativ weit vorne landen würde. Justin Metzler ist qualifiziert für die Frühjahrs-WM, genauso wie Jason Paul aus Kanada. Das sind alles so Namen, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. Arnaud Guyot auch, gleicher Punkt. Da sind schon, auch abseits von diesen Namen, ne, wir wollen das jetzt nicht nur so darauf runterdampfen, auf die ganz Großen, sind da schon auch Namen, die jetzt sagen, ja, das ist mir jetzt eigentlich relativ egal, ob Jan Frodeno oder Gustav Iden gewinnt. Die haben nämlich den Qualiplatz beide. Wir machen das hier, weil wir im Oktober nach Hawaii wollen, ne? Und darum geht's. Von daher finde ich das sehr interessant, dass es eben wahrscheinlich auch dieses, tippe ich jetzt einfach mal, dieses Rennen hinter dem Rennen geben wird, ne? Wo es einfach wirklich um die Kona-Quali geht. Rasmus Svenningsen ist noch am Start und auch
top motiviert, was man so aus seinen Strava-Aktivitäten rauslesen kann. Auf Instagram ist er ein fauler Hund. Da sind wirklich immer sehr, sehr spärliche Einträge immer noch. Dafür ist er umso aktiver bei Strava. Und was habe ich vorhin zu dir gesagt? Irgendwie tapering went wrong oder so, hat auch, oder someone said tapering, Fragezeichen, auch irgendwie vor ein paar Tagen 37 Kilometer Lauf mit drei, jetzt müsste ich nachgucken, mit einer auf jeden auf Fall 340er Pace, ja, irgendwie sowas, sowas in die Richtung, ne? Ja. Wo eigentlich tapering auf dem Plan stand. Also der ist auf jeden Fall auch on fire. Auch sehr, sehr, sehr interessanter Typ. Hat ja in dieser Saison, also der war auch schon mal als Age-Grouper Ironman-Weltmeister. Ist jetzt 28 und hat dieses Jahr eben in Lake Placid gewonnen, war Zweiter beim Ironman Austria. Anfang des Jahres beim Ironman 73 Dubai ist er Dritter geworden. War nicht einer von denen, die sich diesen geilen Zielsprint geliefert haben? Ich glaube ja. Ja, also das ist so richtig so ein Trainingsmonster. Der hat auch damals in der Corona-Zeit den Ironman auch im Selbstversuch gemacht, hat sich quasi so eine Do-it-yourself-Langdistanz zusammengebaut und ist da auch unter acht Stunden geblieben, irgendwie aus Eigenmotivation. Ja, das kann schon auch ein Kandidat werden, der glaube ich da auch richtig, richtig mitmischen will. Weil das ist immer, finde ich, das Spannende, ne? Das ist, du guckst dann eben auf solche vermeintlichen Duelle und lässt man dann auch so rechts und links manchmal noch Leute runterfallen. Ist ja auch immer so, irgendwas passiert immer, irgendeiner von den Favoriten strauchelt immer und dann kommt jemand noch, wo du sagst so, ach ja, stimmt, der war ja auch noch am Start. Witzig wäre, wenn weder Jan Frodeno noch Gustav Iden gewinnt und auch nicht Lionel Sanders und auch nicht Cameron Brown. Ja, wobei, ja, dann wäre Frank ja widerlegt, der ja schon vor langer, langer Zeit behauptet hat, Jan Frodeno verliert kein Rennen mehr, bevor er in Rente geht. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Ich meine, vielleicht würde er das gar nicht so sehen und würde sagen so, ja, jetzt kriegt euch mal alle mal wieder ein. Ich habe ein Rennen verloren, wenn es denn so käme. Oder mal nicht gewonnen. So, ne? Aber man kann es sich quasi, auch nach dem, was er beim Tri-Battle Royale geleistet hat, eigentlich nicht vorstellen, dass wenn er das bei so einer Veranstaltung irgendwie da seine alte Weltbestzeit wirklich pulverisiert, dass er in einem, in Anführungsstrichen, normalen Rennen, auf das er sich jetzt ja auch lange vorbereitet hat, dass es da nicht läuft, dass Jan Frodeno einen schlechten Tag hat, der dazu führt, dass er nicht alles aus sich raus oder noch anders, dass jemand anders wirklich besser war als er, dass er sagt irgendwie so, hey Leute, ich kann mir heute nichts vorwerfen, ich hatte heute wirklich, wirklich einen guten Tag, aber Athlet XY war einfach besser als ich. Ja. Ist irgendwie nicht mehr vorstellbar und umso krasser wäre es, wenn das passiert. Ich glaube, wenn er mal nicht gewinnt, dann nur aufgrund von irgendwas krass Technischem, was dann nicht behoben werden kann oder wie auch immer. Das wünscht man natürlich keinem, weil das natürlich auch immer uncool ist. Ja. Wobei man natürlich die anderen dann auch immer gewinnen und dann wollen wir dann auch das nicht schmälern, wenn jemand anders dann gewinnt. Das ist halt nun mal so. Kannst ja immer nur das machen, was du selber beeinflussen kannst. Aber so ein richtig, so ein sportlicher Wettkampf, Schulter an Schulter, und dann setze ich eine ab. Ich glaube, das ist dann, wie aufgeregt man dann wäre, ne? Wenn auf einmal, da setze ich ab. Ja. So. Total. Ja. Wirst du dir das Rennen angucken? Ja. Das kann man nämlich. Ja, das werde ich wohl tun. Das wird man tun, das geht ja gar nicht, man muss das ja sehen. Ja. Also spätestens im Real Life irgendwie, aber ich, nein, das ist live. Das wird live geguckt. Um das aufzulösen, ist eine schöne Beschäftigung für Sonntagnachmittag bis in die Nacht hinein dann. Start ist 15.45 Uhr bei uns, also deutsche Zeit. Ja, schön Kaffee und Kuchen. Dauert ja dann eine Weile. Ja. Ja, genau. Wird übertragen. Genau, wie immer bei Facebook. Bei Ironman Now heißt es, ne? Ja. Oder Watch, nee, Now. So. Facebook Watch, Ironman Now. Ja, so rum. Wie immer komme ich da durcheinander. Genau. Ja, ich habe da jetzt aktuell noch nichts gefunden, ehrlicherweise, also dass das angekündigt wird. Auf der Facebook-Seite. Bei Facebook, aber die sind da auch häufig nicht so super aktuell. Es sind genau, ja noch ein paar bei, Tage hin. Bei Ironman wird halt auf der Homepage von denen gibt es einen Rider, da gucke ich jetzt gerade mal rein, nicht, dass wir hier überschwänglich Quatsch erzählen. Und der heißt live. Jetzt könnt ihr das mithören, wie ich das hier mache. Und
Facebook Watch stehen die Termine noch aus und da steht Ironman California. Ein Glück. Ja. So. So. Und wenn die das schreiben auf ihrer eigenen Seite, dann wird das auch so passieren. Ja. Sagen wir jetzt mal einfach so. Ja, das ist der Ausblick. Man könnte jetzt einfach noch stundenlang weiter darüber diskutieren, weil wir ja auch nicht zu einer Lösung kommen würden oder zu irgendeinem Ergebnis. Nee, also ist ein Blick in die Glaskugel, das traue ich mir nicht zu, das vorherzusagen. Ja. Und Karten legen kann ich auch nicht. Nee, kann ich auch nicht. Was man aber jetzt, mal hier, King der Überleitung kommt jetzt. Pass okay, auf. Achtung. Was man beeinflussen kann, ist, wer Triathlet und Triathletin des Jahres wird. Und wie? Indem man abstimmt. Ja. Denn ab heute laufen die Abstimmungen zu unseren Awards. Ne? Wir vergeben wieder die Triathlon Awards, die dann auf der Selfish Night in Langen verkündet werden. Ja, und wie gesagt, die Abstimmung läuft. Könnt ihr machen online. Den Link schicken, stellen wir unten nochmal rein auf trimark.de. Ist der Artikel geöffnet und wir werden in diesem Jahr den Triathlet und die Triathletin national und international küren. Wir werden einen Aufsteiger und eine Aufsteigerin küren. Und ihr könnt jeweils in einzelnen Kategorien. Also ihr müsst euch nicht entscheiden, ob Mann oder Frau, sondern für alle gibt es da einen eigenen Award. Richtig. Und wir werden dann auch abstimmen natürlich über die Rennen des Jahres. Sprint, Kurzdistanz, Mitteldistanz und Langdistanz. Was sind da die beliebtesten Rennen? Ne? Was war dieses Jahr überhaupt nochmal rückbesinnen? Es ist ja auch immer noch dieses Jahr keine normale Triathlon-Saison gewesen in Deutschland mit ganz vielen Rennen, sondern vereinzelt aber dann eben doch. Und auch einige Highlights dabei, auch einige große Rennen dabei, aber auch eben kleine Veranstaltungen, auch mal darüber nachdenken. Aber das ist so ein bisschen so zum, über was man da nachdenken sollte und was man beachten sollte bei der Abstimmung, das steht da alles mit drin. Und dann könnt ihr auch noch eure Stimmen für Material abgeben. Also wer macht das beste Triathlonrad? Wer macht den besten Neo? Wer hat die besten Laufschuhe produziert? Welches Wettkampftextil ist das beste? Multisportuhr und Sporternährungshersteller sind unsere Kategorien. Und wie gesagt, Abstimmung läuft. Wir sind sehr gespannt. Wir haben es dieses Jahr so gemacht, dass wir auch Athleten nominiert haben im Vorfeld, die unserer Meinung nach die Saison gerockt haben. Aber wir wollen natürlich euch unsere Meinung nicht 100% aufdrücken. Also es gibt auch ein Freifeld. Wenn wir in jeder Meinung seid, wir haben jemanden vergessen, der dieses Jahr oder nicht berücksichtigt, der eurer Meinung nach da reingehört hätte, die Möglichkeit habt ihr dann an der einen oder anderen Stelle doch. Ihr dürft eine eigene Meinung haben. Ja, aber wenn ihr natürlich, ihr könnt euch auch unserer Meinung anschließen, dass es jemand von denen ist, die wir da vorgeschlagen haben. Da haben wir nämlich uns auch ganz schön die Köpfe heiß diskutiert. Das war nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Ne? Man muss natürlich Langdistanz, Mitteldistanz, Kurzdistanz berücksichtigen, ne? Und auch wirklich gucken, auch gewichten, ne? Was sind Siege wert, was sind große Platzierungen wert, aber ja, so viel kann man sagen, die da aufgeführt sind, die können alle Siege vorweisen und das zeigt einem dann immer rückblickend auch, ja, wie viel auch deutsche Triathleten jetzt so, ne, dieses Jahr auch wieder geleistet haben, da sind schon einige Kracher dabei. Ja. Genau, das zu den Awards, wie gesagt, Link stellt Anna in die Shownotes. Macht sie, genau. Genau, die Abstimmung läuft bis zum 31.10. Ja. Einen Monat später, also ungefähr am 27.11. werden dann die Awards vergeben. So soll es sein. Und wir sind dabei. Wir sind dabei, haben wir ja schon gesagt. Die Letzten an der Bar. Ja. Wir erwarten euch alle. Wir kehren dann am Ende. Genau. Könnt ihr den Triathlon-Besen, naja, okay, wir schauen mal. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende, oder? Ja. Was kann man noch sagen? Morgen erscheint das neue Triathlon Special. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, es kommt ein Kiosk mit einem sehr geilen Cover. Könnt ihr morgen gucken. Und Triathlon Special, normalerweise wisst ihr alle, zu dieser Zeit des Jahres ist normalerweise, reden wir da über den Hawaii-Sieger und machen ein großes Special zum Ironman Hawaii, der hat nicht stattgefunden und deswegen kümmern wir uns um uns alle, um uns Triathleten und um das Thema, was uns in den kommenden Monaten beschäftigt, nämlich Training, also ein traininglastiges und monothematisch kann man fast sagen, Special.
für alle was dabei, denke ich, von Einsteiger, von Menschen. Du hast einen Artikel geschrieben über Umsteiger, ne? Going long, wenn man auf die Langdistanz wechseln will, was einem so den letzten Kick geben kann, wenn man sich noch nicht traut. Ich versuche ja Anna immer anzustupsen, dass sie den Sprung macht. Das wird auch noch passieren, alles zu seiner Zeit. Ja, genau. Ist auch gut, dass du vernünftig bist. Ich bin vernünftig und langweilig, wie Gustav Ihnen sagen würde. Ja, beides. Beides gleichzeitig. Ja. Genau. Stimmt teilweise. Ja. Aber auch Dinge, wo wir wirklich ins Detail gehen, über die, ja, wie haben wir es genannt, die richtige Zusammensetzung von Intervallen, also das richtige Verhältnis von Ballern und Pause. Ja. Wie baller ich quasi richtig, dass ich das richtig, das Verhältnis habe, um da auch wirklich maximale Fortschritte zu erzielen, um auch mal zu verstehen, warum gibt es so unterschiedliche Intervalle überhaupt, ne, die uns alle quälen, und man fragt sich so, warum muss ich jetzt 9 oder 11 von diesen Dingern machen und warum ist meine Pause so kurz dazwischen? Das wird da alles erklärt. Und. Also, schönes, großes Special, finde ich sehr gelungen. Wie gesagt, ab morgen am Kiosk. Viel Freude damit. Ja, auch relativ zeitlos, die Themen. Also, das kann man sich immer wieder mal zu Gemüte führen. Dann, also, kauft das einfach und habt das im Schrank und schaut rein, wann auch immer ihr es braucht. Genau. Kann man immer auf den Nachtschrank legen oder irgendwo in die... Ja, unter das Kopfkissen. In die genau, dann ist das nämlich, dann saugt man das quasi auf, das Wissen, und im Schlaf wird man dann besser. Habe ich immer in der Schule so gemacht. Ein besserer Triathlet, ganz genau. So, wenn das Lernen nicht gereicht hat, immer unter das Kopfkissen gelegt, und dann wird es schon klappen. So ist es. Und just in diesem Moment, wo wir hier noch reden, kommt auch von Ironman die... Pressemitteilung, auf der steht Jan Frodeno, Gustav Iden, Lionel Sanders, Cameron Wurf, alle am Start. Alles richtig gemacht und keinen Quatsch erzählt. Piff, puff. Justin Metzler steht da noch, Tim Reed. Super gut. Ja, wird gut. Jo, dann machen wir einen Deckel drauf. Genau, atmen tief durch, schlafen nochmal ein bisschen vor. Ja. Und freuen uns aufs Wochenende. Das machen wir. Also, in diesem Sinne, seid fleißig. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.